Hallo Leute, die Epic Music ist wieder am Start und zwar haben wir heute wieder ein ernsteres Thema trotzdem zu sprechen. Und zwar geht es mal wieder um Justin Payback. Ich habe ja schon das, ich sag jetzt mal, ein oder andere Video gegen diesen Typen gemacht. Er hat sich natürlich immer wieder verteidigt, zwar mit leeren Argumenten, aber er hat es getan. Jetzt, ihr wisst, ich habe kein PC oder so, ich kann die Beweise schlecht einblenden. Aber falls Leute die Beweise sehen wollen, schreibt mir verfickte Scheiße einfach auf Instagram. Mein Instagram wird in der Beschreibung mit der Name stehen. Einfach schreiben. Ihr müsst nicht folgen, aber wenn ihr mir nicht glaubt, einfach schreiben. Einfach nachfragen. Weil ich kann euch das alles so belegen. 100%. Ich schwöre es sogar auf meine Mutter. Und zwar, jetzt zum ersten Punkt. Justin Payback. Ich habe mir ja damals vorgeworfen, dass er gegen Lewis, der damals License gefaked hat, License dauerhaft laufen gelassen hat. Leute ohne Grund gebannt hat, 1 Euro für eine Runde Fortnite-Spielen verlangt hat. Das hat er ja alles abgezogen, immer wieder und immer wieder. Justin Payback hat damals ein Video gegen ihn gebracht, nur nochmal, um das Alte aufzurollen. Und ist einen Tag später oder irgendwie eine Woche später mit ihm verpartnert gewesen und er hat trotzdem noch die gleichen Sachen gemacht. Das fand ich sehr verwerflich und deswegen kam das Video gegen ihn an der Stelle. Jetzt ist mir mittlerweile so aufgefallen, ich habe gerade seinen Kanal mir nochmal angeguckt, weil ich in der letzten Zeit nach Videos am Gucken war. Ja, solche Videos sind nicht unbedingt immer geil und es feiert nicht jeder, aber es muss halt kommen manchmal und diesmal kommt es wieder. Und auf jeden Fall habe ich gesehen, dass Justin Payback mittlerweile dieselbe Scheiße abzieht. Skin Contest oder einfach Custom Games für 20 Euro. Hasch, da steht die ganze Zeit, ja, abonniert dies, das, wenn ihr das nicht tut, aber trotzdem teilnehmt, werdet ihr gebannt aus dem Stream, etc. Digga, du kannst die meisten Sachen gar nicht kontrollieren. Und zweitens ist es dann genauso dreist, dass du einfach nur ein Re-Upload deines Streams laufen lässt, weil dein Stream ist mittlerweile schon seit fast 3 Tagen live, oder eher gesagt seit 2 Tagen, und das ist einfach nur noch dreist, Digga. Du beschwerst dich bei anderen Leuten über solche Sachen und machst es dann nach 1-2 Monaten oder nach einem halben Jahr selber. Digga, das ist verwerflich, das ist menschlich verwerflich. Du sagst, du bist kein Abschaum auf YouTube und willst keine normalen Diskussionen eingehen, weil die anderen Leute nicht genug Reichweite haben. Du bist Dreck. Dreck auf dieser Plattform, dreckiger Mensch, und du hast es an sich nicht verdient, auf dieser Plattform zu sein. Dann noch ein Grund, warum du diese Zahl überhaupt erreichst. Natürlich auch wegen dem Fake. Aber ich habe mir mal dein TikTok angesehen, weil ich mitbekomme, du machst ja auch TikTok, ne? Mein kleiner TikTok-Faker. Und zwar, noch ein Grund mehr, warum er so viele Abonnenten auf diesem Kanal hat. Ist, was er sagt, wenn man ihm auf TikTok seine TikToks liked, ihn auf TikTok abonniert, auf YouTube seine Videos liked und ihn auf TikTok abonniert, zig Abos und Likes auf TikTok bekommt. Ah, du verarschst nicht nur deine Fans auf YouTube, sondern auch noch auf TikTok. Oh, und das soll menschlich nicht verwerflich sein? Du sollst kein Faker sein, aber kannst dich dazu nicht äußern, weil Leute es nicht wert sind, mit dir zu reden, weil du einfach nur ein arroganter 14-jähriger Peach bist. Du bist nicht mehr. Ganz ehrlich, dass ich das zu dir sage, tut mir sogar ansichtsweise leid, aber irgendwie auch nicht, Digga, weil du bist am Ende nicht mehr als ein kleines, unreifes Kind, das denkt, es wäre was Besonderes, weil es 80.000 Abonnenten durch Fake hat und Dreistigkeit durch Lügen aufgebaut hat. Soll ich dir mal sagen, was das wert ist? Nix! Nix! Du bist Dreck! Du bist Dreck! Du bist Dreck! Ehrlich, du bist Dreck! Ich möchte nicht zu dir sagen, dass du kein Mensch mehr bist, aber du bist einfach nur Abschaum. Und ganz ehrlich, wenn du nicht irgendwann später wortwörtlich, auch wenn ich dir das nicht wünsche, weil dich irgendwer erkennt, weil er irgendwann mal endlich mal dein Gesicht zeigt, auf der Straße auf die Fresse bekommt, das würde mich nicht wundern. Ich bin ganz ehrlich zu dir. An deiner Stelle, wenn ich den Kanal nicht umstellen würde, ich bin ehrlich, ich guck mir deinen Content jetzt einmal die Woche an. Wenn er sich nicht ändert, kommt jede Woche so ein Video, ja. Und du kannst dich jede Woche versuchen, mit irgendwas in den Kommentaren zu fronten, etc. pp. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst mich nicht loswerden. Ich werde das immer wieder machen, weil du bist einfach Abschaum. Du hast es nicht verdient, auf dieser Plattform zu sein. Du hast es nicht verdient, deine Abonnenten auf TikTok oder YouTube zu verarschen. Ich bin ehrlich, mein Kanal läuft nicht mehr so. Heißt aber nicht, dass andere Leute sich das Recht rausnehmen müssen und sich Fame erlügen dürfen. Das ist einfach menschlich verwerflich und das ist an sich nicht mal legal unbedingt. Menschen nämlich voraussichtlich zu verarschen um Gewinnspiele und etc. ist von der Theorie her sogar strafbar. Heißt, wenn ich wollen würde und die Lust dazu hätte, könnte ich dir sogar rechtlich gegen dich vorgehen und dich anzeigen. Natürlich bin ich jetzt nicht so hobbylos und habe die Zeit nicht dafür, aber vielleicht werde ich das irgendwann mal machen, wenn ich die Zeit dafür habe. Also Justin Payback, falls dir irgendeiner irgendwann mal ans Bein pissen will, ganz ehrlich, er darf dich rechtlich gesehen anzeigen und du kannst dafür sogar eine Haftstrafe kriegen. Ich weiß nicht, ob das mehrere Jahre Bewährung oder mehrere Jahre Jugendknast sind, weil du bist, glaube ich, maximal 14. Wenn du älter bist, ist es nur noch beschämender, dass du so etwas machst. Auf jeden Fall, danke, dass ihr zugeschaut habt. Falls ihr bis hierhin geguckt habt, Hashtag Reacher Army in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ihr könnt natürlich sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo auf diesem Kanal da lassen, würde mich sehr, sehr freuen. Könnt auch natürlich
ein konstruktives Kommentar schreiben, also wirklich mal eine Meinung zu diesem Thema. Ich finde es wirklich einfach nur dreist und ekelhaft von ihm. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich hier ein bisschen lauter gesprochen habe. Falls die Musik zu laut war, tut es mir natürlich auch leid. Die Musik läuft einfach nebenbei mit dem Handy. Ihr wisst, ich habe nicht unbedingt die beste Qualität, aber bei mir geht es nicht um Qualität, bei mir geht es um Herz, um Spaß und deswegen war ich auch in der letzten Zeit nicht so wirklich da, weil ich den Spaß ein bisschen am Zocken verloren habe. Der ist bis jetzt auch noch nicht so wirklich wieder da, aber solche Videos machen mir Spaß, weil ich Spaß habe, Lügner aufzudecken. Vor allem, weil es einfach nur noch dreist ist. Er macht ein Video gegen so einen Louis, der einfach ein Nix ist, weil er solche Sachen macht. Macht es jetzt mittlerweile selber und damals hat er noch so gesagt, nee, ich bin nicht Partner mit denen, obwohl es in seinen eigenen Kommentaren es steht, ich bin jetzt zwar Partner mit ihnen, also lasst ihn bitte. Digga, ganz ehrlich, wenn du dich schon rechtfertigst, dann fick dich nicht in deinen eigenen Kommentaren, das ist einfach nur noch dumm. Du bist einfach Schmutz. Und falls ich irgendeine Aussage getroffen habe, die einem von euch nicht passt, die ihr ehrenlos fandet, es tut mir sehr leid. Aber mich hat das gerade ehrlich aufgeregt und das Video kommt jetzt direkt instant aus Emotionen. Oder aus Emotionen, kann man auch mal falsche Wörter sagen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Haut rein, Reacher Army. Ihr wisst, wir bleiben hier und bleiben Legende.